Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 13. Januar. Das ist wieder Christian Kämmerer und wir wollen uns heute, neben dem, dass wir hier gleich vorab mal den JFD-Desk sehen, der hier frisch am gestrigen Tag online gegangen ist und Sie nun neben dem Devisenradar auch hier real-time online jederzeit greifbar macht, sodass Sie hier mit JFD Brokers in Kontakt treten können und auch die ein oder andere exklusive Analyse erfahren können. Wir wollen uns neben dem JFD Desk aber auch hier im Schwerpunkt dem heutigen Underlying widmen, nämlich hier dem Gold. Der Goldpreis selbst macht sich auf und interessant hier zu sehen, auch das ist eine jüngste Grafik aus dem Desk, wie hier das Sentiment, wie hier die Positionierung aufgestellt sind bei den Accounts von JFD und wir sehen, dass hier eine klare Ausrichtung auf der Long-Seite hier erwogen wurde und somit hier eine tendenzielle Performance nach oben erwartet wird beim Goldpreis. Bestätigen dies nun auch die Charts, bestätigen dies nun auch die Preistendenzen? Das wollen wir uns jetzt im Nachgang anschauen. Da switche ich mal zunächst auf die Beschau des Realtime-Charts und zwar gehen wir hier mal in die Rainbow-Struktur und da sehen wir hier im 15-Minuten-Chart relativ schlank, ohne viel Schnörkel, den Rainbow, wie er sich hier durchaus im 15-Minuten-Chart bereits seit dem 9. Januar hier ganz klar nach oben entfaltet hat. Und wir sehen hier diese positive Auffächerung, welche durchaus weitere Preissteigerungen auf der Nordseite zulässt. Das Ganze deckt sich auch, wenn wir hier in den H1 gehen, im Stundenchart, dann zieht sich das sogar noch ein Stück weiter vor. Hier hatten wir am 6. Januar bereits hier diese positive Rainbow-Separierung und auch hier weist der Trend tendenziell weiter nach oben. Das sieht ganz gut aus, wenn wir uns jetzt hier mal das Ganze im Intraday-Chart anschauen, dann wird auch deutlich, dass wir hier bislang 13,5 Dollar gelaufen sind. Der Schnitt, der große Schnitt, sind 15,2 Dollar, das heißt rein vom Potenzial des Tages, der Tagesrange, scheint Gold schon ein wenig gesättigt. Aber wir wissen sehr gut, dass der Goldpreis auch durchaus noch einiges mehr darbieten kann als seine 15 Dollar im Schnitt. Es gab hier durchaus schon Tage, allein schon wie gestern hier, da hatten wir eine Performance von 18 Dollar im Schnitt. Und das heißt auch im Grundsatz, dass wir durchaus schon Tage erlebten, dass der Goldpreis hier 25, 30 Dollar nach oben schoss. Was sagen aber nun die Charts? Was sagen die Tendenzen? Da gehen wir jetzt direkt mal in die Beschau vom Goldpreis. Und hier zunächst mal in den Tageschart. Wir sehen hier die Tagestendenzen, eine Candlestick-Kerze eben hier ein Tag. Und da wird deutlich, dass wir hier seit den November-Tiefs eben hier sukzessive nach oben uns schrauben. Aber wenn wir jetzt ein Stück weit rausgehen im Chartverlauf, sehen wir, dass hier schon eine erste Hürde sich aufbaut im Chart. Das wird sich ein Stück weit noch nach oben ziehen. Aber dann sehen wir hier eine Zone. Es geht hier nicht genau um Preismarken, die hier punktuell erreicht werden müssen oder sollen. Hier geht es vielmehr um Zonen. Und hier sehen wir sehr schön, dass wir hier ausgehend von den Tiefs Mai, Juni des letzten Handelsjahres, hier von diesem Hochlauf hier im Oktober mit diesem Shooting Star, mit dieser Umkehrkerze hier ganz, ganz klassischer Natur, hier im Bereich um 1245, zwischen 1245, 1250 Dollar, die unsere definitiven Widerstandsbereich haben. Da wird es jetzt definitiv großartig in Sachen Ausbruch oder nicht. Kurzfristig haben wir das Potenzial, bis dahin zu laufen. Ob es denn gelingt, hier direkt auszubrechen, muss erstmal abgewartet werden. Rein technisch würde ich persönlich hier einen kleinen Pullback befürworten, um hier tiefer einzusteigen, auch im Sinne der Rainbow-Manier sozusagen diesen Trendimpuls, den wir hier seit Anfang Januar sehr, sehr stark sehen, dann hier mit einem kleinen Dip preisgünstiger einzukaufen, um dann auf einen Ausbruch zu spekulieren, sofern er denn kommt. Tatsache ist aber, die technische Ausgangssituation ist definitiv interessant. Man kann also davon ausgehen, dass der Goldpreis hier durchaus die Ambitionen hat, weitere Preissteigerungen zu vollziehen. Das ist dann ganz klar der Fakt, wenn wir hier per Wochenschluss oberhalb dieser Kerze hier vom 21. Oktober schließen würden. Das wäre ja 1255,20 Dollar. Wenn wir da rausgehen, dann haben wir hier definitiv ein Kaufsignal bis in den Bereich 1300, 1325. Das wäre dann dieses Level hier oben. Aber jetzt aufzuspringen scheint mir fast schon ein wenig riskant. Natürlich kann der Goldpreis sich hier direkt nach oben durchsetzen. Dann haben wir hier ein ganz, ganz starkes Kaufsignal. Aber vielleicht einen kleinen Dip versuchen einzusammeln, der sich dann hier in einer Preisregion
darstellt von 1225, 1230. Das gilt es eben im Intraday-Bereich abzuwägen, aber grundsätzlich hat der Goldpreis hier sehr, sehr gute Chancen, weiter nach oben zu streben. Schauen wir mal ganz kurz auf die Wochentagsstatistik. Kennen Sie ja auch beim Goldpreis generell. Wir haben es natürlich hier mit einer Abwärtsphase zu tun, während der letzten 52 Handelswochen auch. Das heißt, wir haben hier kein großes Gros an starken Handelstagen. Was jedoch auffällig ist, ist hier diese Schwäche am Mittwoch und Donnerstag. Da sind wir hier deutlich negativ. Vielleicht Tage, den Goldpreis vor einem Ausbruch günstig einzusammeln. Was interessant ist, und das gilt es durchaus mal zu bemerken, ist hier diese 52-Wochen-Tendenz mit den 52% positiver Schlusspreise, aber insbesondere der Freitag mit der totalen Wochentendenz. Das sind hier die letzten 15 Jahre und da ist generell festzustellen, dass der Goldpreis am Freitag sehr, sehr bullisch ist. Zudem auch hier mit der höchsten Volatilität gesegnet, im Schnitt hier knapp 20 bis 25 Dollar während der letzten 12 Handelswochen hier unterwegs. Also eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis. Vielleicht in der Wochenmitte eine mögliche Schwäche beim Goldpreis einsammeln, um dann vielleicht sogar schon am Freitag hier auf einen Ausbruch zu zählen. Wir werden sehen, was der Preis, was der Markt macht. Gold in jedem Falle ein sehr, sehr interessantes Instrument aktuell. Sicherlich dann auch getrieben von finanzpolitischen Umwälzungen, die hier nach wie vor stattfinden, aber orientieren wir uns an der Preisbeschau und der Goldpreis wird uns hier sicherlich signalisieren, was er an diesem Widerstandsbereich jetzt vorhat. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es heute schon für den Devisenradar gewesen. Wenn Sie mögen, schalten Sie natürlich morgen wieder ein. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Zum Abschluss dann hier auch noch der kleine Risikohinweis, der kleine Haftungsausschluss. Natürlich sind das hier alles nur Informationen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.